Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier natürlich wieder der Lance TV und unser ist gestorben, trifft in der dritten Runde der Europa League Qualifikation morgen Abend zu Hause auf den AEK Larnaca. Es ist das Hinspiel, deswegen Europa League Qualifikation, weil man ja bekanntlich in der Champions League Quali gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden ist und jetzt geht es eben darum, in die Europa League Gruppenphase einzuziehen. Die Hürde Larnaca ist ja jetzt eben in Runde 3 die vorletzte. Wenn man diese Hürde schaffen sollte, dann trifft man in den Playoffs entweder auf Trenčín aus der Slowakei oder Feyenoord Rotterdam aus Holland. Also es könnte wieder mal ein Ausflug in die Niederlande werden, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Erstmal gilt es eben, ja, den zypriotischen Vertreter, den AEK Larnaca eben aus diesem Bewerb rauszuschmeißen. Wie soll das gelingen? Auf dem Papier sind die Rollen ja relativ klar verteilt. Laut transfermarkt.at ist allein unser Marktwert um ein Vielfaches höher als der der Zyprioten. 23 Millionen beträgt der aktuelle unseres SK Sturms und 12 Millionen im Vergleich der von AEK Larnaca. Auch die Altersstruktur ist sehr, sehr unterschiedlich. Laut eben auch transfermarkt.at ist unser Altersschnitt bei 24,2 Jahren aktuell. Der Zyprioten liegt bei 27,7. Es sind auch einige Ü30-Kicker im Kader von Larnaca und ja auch eben sehr viele Spanier in der Mannschaft. Also auch der Trainer in Spanien, also da, wie schon Heiko Vogel eben in einem Interview erwähnt hat, ist der Verein ein bisschen spanisch da angehaucht auf jeden Fall und legt wohl auch dementsprechend wohl mehr Wert auf die spielerische Komponente, als sich jetzt wohl hinten reinzustellen und nur zu mauern. Naja, das hat man eben auch gesehen in der Vorrunde, also in der letzten Runde, in der Europa League Qualifikation eben von Larnaca. Da traf man nämlich auf Dundalk aus Irland mit dem Gesamtscore von 4:0, eine relativ deutliche Angelegenheit. Das Hinspiel, ich habe mir beide Highlights nämlich angesehen, ja relativ ausgeglichen noch von den Chancen, was ich gesehen habe. Am Schluss auch Platzverweis für Dundalk noch gewesen. Das Rückspiel dann eine ganz klare Angelegenheit für Larnaca, 3:0 schon zur Pause geführt, am Schluss noch ein viertes Tor nachgelegt. Man muss aber auch sagen, auch wenn Larnaca sicher nicht schlecht gespielt hat, die Tore selber waren jetzt ja nicht nur hervorragend herausgespielt, die waren auch einfach auch sehr, sehr schwach verteidigt von den Iren. Also da muss ich sagen, sie haben es eben den Zyprioten schon sehr, sehr leicht gemacht, die Tore zu erzielen und ja, in diesem Hinblick muss ich dann auch sagen, ist mir jetzt nicht gerade Angst und Bange, wenn ich an den kommenden Gegner da denke. Also wenn ich mir da unsere Mannschaft im Vergleich ansehe, dann glaube ich, haben wir sicher gute Möglichkeiten weiterzukommen, nicht nur, weil wir eben die gesetzte Mannschaft sind und eben dementsprechend sowieso der Favorit in dieser Partie. Also ich habe wirklich da vollstes Vertrauen in unsere spielerischen Fähigkeiten bei den Jungs. Also allein schon, wenn man sich die letzten Ligapartien ansieht. Die große Baustelle ist ohne Wenn und Aber die Abwehr. Da muss jetzt endlich mal ein bisschen ja, Souveränität reinkommen. Also wirklich so Rückpässe à la Maresic in Innsbruck will ich auf jeden Fall nicht mehr so schnell sehen. Am besten überhaupt nicht mehr. Aber klar, Fußball ist ja auch ein Spiel, was von Fehlern lebt. Bla bla bla. Aber auf jeden Fall muss man eben schauen. Die Abwehr muss stehen, denn sonst kann dir das am Ende dann wirklich das Genick brechen. Da sind jetzt eben 4 Gegentore in 2 Ligapartien gegen Hartberg und Innsbruck gewesen, von denen die meisten vermeidbar auf alle Fälle waren. Und auch 5 gegen Ajax Amsterdam in den 2 Duellen. Aber ja, eben gegen Larnaca muss eigentlich die Hütte dicht sein, zumindest im Heimspiel. Man weiß ja, bei Gleichstand am Ende in Europacup-Duellen zählen ja die Auswärtstore dann doppelt. Also wenn es eng werden sollte, könnte es uns das Genick brechen. Deswegen defensiv hochkonzentriert und vorne wird das Ganze eh schon langsam. Also in Innsbruck habe ich schon zumindest sehr, sehr gute Ansätze gesehen. Ein Grotzowek kommt jetzt hoffentlich eben nach seinem Doppelpack mit hoffentlich auch sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet. Ein Markus Pink hat schon eine ganz gute, ordentliche Trefferquote bei uns. Unser Blackie sind relativ wenig Partien, auch ein Philipp Hosiner gefällt mir immer besser, ist natürlich noch lange nicht am Zenit, aber man merkt schon, das ganze Rädchen fängt langsam ineinander schon wieder zu greifen an und ich bin da wirklich sehr positiv gestimmt, dass unsere Jungs das Ganze auch managen werden und den zypriotischen Pokalsieger eben dann auch hoffentlich aus dem Bewerb rauswerfen werden. So viel eben, ja, zur Personalie ist gut, eben zum Thema Larnaca. Und das zweite Thema in diesem Video ist ja Martin Ovensdatt. Der ist nämlich nicht länger ein Schwarz-Weißer. Der 24-jährige Norweger verlässt unseren SK Sturm nämlich, da der Vertrag aufgelöst wurde. Ich nehme an, im beidseitigen Einverständnis, denn man muss auch ehrlich sagen,
ja, es hat nicht sein sollen, warum auch immer, weil Ovenstads Geschichte in Graz ist eigentlich ein ewiges Missverständnis, im Winter 2016 gekommen, um verhältnismäßig viel Geld für kolportierte 600.000 Euro laut Transfermarkt.at eben aus Norwegen geholt, von Strøm Godset, wenn ich sie richtig ausspreche, ja, danach eigentlich nie so wirklich in Tritt gekommen, Verletzungspech, das kommt natürlich dann auch immer dazu, ja, mit dem Konkurrenzkampf hat es anscheinend auch nicht so ganz funktioniert und ja, man hat ja Ovenstad schon letzten Winter ausgeliehen, eben an Strabag oder Starbeck, auf jeden Fall auch an, an einen norwegischen Verein, wo er dann doch ein bisschen gespielt hat anscheinend und ja, jetzt eben zurück in Graz ist die Perspektive wohl einfach nicht mehr da, auch in der Hinsicht, dass man auf seiner, auf seiner Position große Konkurrenz hat, ein Markus Lackner beispielsweise wurde geholt für den defensiven Part, man hat für die Offensive einen Hierländer oder einen Peter Schuh. Also da ist einfach viel Konkurrenz da, ein Sandilovic nicht zu vergessen und da ist eben für einen Martin Ovenstad kein Platz mehr gewesen. Von dem her, ja, ist es einfach nur logisch und ja, ich an der Stelle kann da dem guten Martin natürlich da nur alles Gute wünschen und ich hoffe, dass er natürlich seine Zukunft ein bisschen erfolgreicher bei einem anderen Verein dementsprechend gestalten kann. Ja, für Sturm bleibt am Ende ja eine etwas negative Transferbilanz in dieser Hinsicht, aber es kann halt auch nicht jeder Transfer aufgehen, von dem her. Hat es nicht sein sollen und ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon gleich mal von diesem Video. Ihr könnt mir natürlich gerne zu beiden Themen in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr zum einen von der Hürde Larnaca? Schaffen wir es ja, den Tabellenvierten der Vorsaison aus Zypern aus dem Bewerb rauszukegeln? Oder müssen wir uns da wirklich ja, auf einiges gefasst machen? Eventuell sogar auf eine Blamage? Einfach mal gucken. Also ich bin auf eure Meinung gespannt. Und natürlich zum Thema Martin Ovenstad. War das die logische Konsequenz nach diesem eigentlich aus meiner Sicht ewigen Missverständnis? Oder hätte man da ruhig noch ein bisschen, ja, Ovenstad ein bisschen mehr Zeit geben können? Also auch da bin ich auf eure Meinungen gespannt. Und ja, wir sehen uns dann einfach nach dem Spiel hier bei The Lens TV. Von dem her, euer Elias. Auf die Schwarzen, Gamer Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.